Solltest du wohl höchstwahrscheinlich schaffen. Könntest natürlich noch sowas wie ein bisschen Wucht oder sowas reinlegen in den Tritt. Ja, er ist nicht gut im Raufen, deswegen versucht er es einfach so. Es ist gelungen und ja, vielleicht bewegt er sich ja jetzt pro Trefferpunkt irgendwie einen halben Meter weit oder so Finde ich gerollt. gut, es ist eine schöne Regel. Gib mir mal ein W6. Ja, 1,5 Meter kriege ich Eineinhalb hin. Meter, sehr gut, Rollt alles er. klar. Dann hast du sowohl die Untoten entschärft als auch den Wahlwütigen. Die Swaffni-Geweihte liegt schwer verletzt am Boden und Rafim ebenso. Na, nicht, er liegt nicht am Boden, aber Situation erstmal entschärft. Der Wahlwütige wird jetzt vor euren Augen zerrissen, versucht noch ein paar Hammerschläge auszuteilen, liegt aber selbst am Boden, kann sich nicht orientieren, er ist hoffnungslos verloren und schreit zu Swaffnir. Ob er einziehen wird, entscheidet jemand anderes. Gut, damit gehen wir wieder aus der Initiative raus. Und wir schauen mal, ja, was ihr jetzt so tut, was ihr jetzt so macht. Die Lücke schließt sich, wenn Rafim, ja, irgendwie weggehen will. Ja, Da würden natürlich. dann Ich würde mittelreichische erstmal brüllen: Soldaten. Lücke! Ja, wird natürlich sofort Blöder ausgewürgt. Hurensohn! Würde ich ihm noch hinterherrufen, während er gerade zerfetzt wird. Immer du siehst, wie der kleine 14-jährige Junge auf die Knie gesunken ist und bitterliche Tränen weint. Den Bogen neben sich hat er fallen gelassen und ja, bittere Krokodilstränen. Ja, da wird man Rafim. sich jetzt nicht drum kümmern, da hat man keine Zeit für. Jetzt guckt man erstmal nach, dass es Rafim gut geht. Rafim, alles okay, erstmal Heiltränke. Ja, warte, Rafim holt sich direkt den ersten Heiltrank vom Gürtel und trinkt den auch direkt. 2W6. Obwohl, ne, kann ich ja hier würfeln. Achso, genau, Keras hat auch einen Heiltrank gezückt, ne? Ja. Kannst du gerne neu 11. würfeln. Verschließt 11 eine Wunde? Ja, Ja, dann haben haben sie es alle 7 sieben. Punkte. Sprich, technisch gesehen nichts dagegen, direkt den nächsten zu trinken, richtig? Von meiner Seite Wie aus viel nicht. hast du denn noch? Du hast doch, Also, glaube ich, du hast zwei für den Beutel getan. zwei Ja, aber vermittelt. ich habe mir zwei gekauft. Also ich hatte Okay. dann 5, 2 habe ich wieder verwettet und jetzt habe ich insgesamt 3. Jetzt noch 2, weil ich einen schon getrunken habe. Das wohl bei Swaffen hier, danke euch. Ja. Wie Ach, geht's euch wieder gut? geht es Treuwolf? Er ist immer noch da vorne. Er ist zwischen den Untoten. Oh Ich nein. glaube, er ist tot. Bei Swaffnir, das hätte nicht geschehen sollen. Ich danke euch. Nicht dafür. Wie geht's deinem Kopf? Besser, besser, danke. Du siehst wohl, wie die Pfeilspitze mittlerweile abgebrochen ist. Also durch den Heiltrank hat sich das wieder verschlossen. Ich wollte Klaff. das auch so ein bisschen mit rausziehen, wenn das heilt, damit sie nicht stecken bleibt. Genau, also hat sich dann so ein bisschen magisch dann rausgeschoben. Und ja, war wohl so ein bisschen durch den Hals, ein bisschen an der Wange entlang, also hat er eine ganze Menge gerissen. Sie wäre da wohl auch dann kläglich dran verblutet, wenn du da jetzt nicht reagiert hättest. Aber sie macht sich erstmal nur Sorgen um Trollwolf. Ich hätte auf ihn aufpassen müssen. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich weiß nicht, was. Das sind doch nur Untote. Naja, das ist eine Schlacht. Das Unvorhergesehene kann passieren. Ja, ich Ich brauche neue glaube. Heiltränke. Das Wichtige ist, ihr lebt noch. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Ruht euch aus und wenn ihr dann wieder auf den Beinen seid, rächt ihn. Kommt mit in den Tempel, ziehen wir uns erst was zurück. Ja. Rafim, dein Name? Na, besorgt mir neue Heiltränke, ich gehe wieder rein. Du kommst lieber erstmal mit. Du siehst völlig fertig aus. Du musst was trinken und was essen. Aber hier. Du merkst, Rafim schraubt auch schon den dritten Heiltrank auf. So, die blöden Wichser. Habt ihr das gesehen? Die haben mich angegriffen, als der andere mich auch angegriffen hat. Blöde Arschlöcher. Ich glaube nicht, dass die Untoten Ehre kennen. Trotzdem. Scheiß Torwaller. Was ist überhaupt passiert? Weiß ich nicht, der ist auf einmal ausgerastet. Ja, ich hab's gesehen, dass es passiert ist. Ein junger Schütze, irgendwie ein Bengel, der da aufgestellt wurde, dem hat die Hand so stark gezittert. Ich habe versucht, gut zuzureden, aber es hat nicht geholfen. Und dann ist mir der Pfeil losgegangen und hat ihre Gnaden hier getroffen. Bei den Göttern. Genau. Ich stehe sofort auf, blick mich um und suche nach dem Jungen.
Da vorne der Junge, der da kniet im Schlamm und nicht gerade schießt. Ja, ich eile zu ihm. Ja, liegt immer noch am Boden, mitten im Schlamm. Du siehst dann auch, wie sein Gesicht komplett verdreckt ist. Musst da nicht wirklich lange suchen. Du erkennst ihn einfach auf den allerersten Blick. Schluchzt. Ich lege ihm erst seine Hand auf die Schulter, um seine Aufmerksamkeit zu kriegen. Pack ihn dann unter den Arm, ziehe ihn hoch und nehme ihn in eine Umarmung. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Beruhig dich. Ich habe sie umgebracht. Nein, hast du nicht. Schau, sie lebt noch. Aber die anderen sind doch deswegen tot. Fokussier dich nicht darauf. Fokussier dich auf das, was jetzt wichtig ist. Sehe, was vor dir ist. Tu jetzt das Richtige. Hilf den anderen. Mach deinen Fehler wieder gut. Zeig den Göttern, dass du nicht verloren bist. Die Götter. Welche von den 12? Alle. Firun. Alle wachen über uns. Alle blicken auf dich. Zeig ihnen deine Seele. Zeig ihnen, dass du diesen Fehler wieder gut machen kannst. Hilf deinen Brüdern. Hilf deinen Waffengefährten. Ergreif deinen Bogen. Da schieße die Untoten. Das ist, was zählt. Ja, euer Gnaden. Ich möchte gerne auf Heilkunde Seele würfeln. Hätte ich sonst auch abgefragt. Plus 5, weil er hat gerade Menschen in den Untod getrieben. Kann ich du Empathie kannst das darauf benutzen? Kann ich Empathie darauf benutzen? Empathie, ja. Also Spezialisierung? Ja, doch schon. Also ist eine Talentspezialisierung, ja doch, sollte gehen. Die plus 5 hattest du auch eingetragen, ne? Ja. Ja, er packt seinen Bogen, fester Griff. Er hatte immer vielleicht noch seine Pfeile da irgendwie liegen gelassen oder dann würde er sich die auch noch greifen. Ansonsten, du siehst, dass sein Blick fest entschlossen ist, er nickt dir zu und... Schieß hoch und schieß einfach. Du triffst, es sind genug da. Ja, euer Gnaden, danke. Jetzt erst recht. Nachiana, nehmt euch ein Beispiel. Schießt, bis ihr keine Pfeile mehr habt. Dann holt euch neue und schießt weiter. Ja, die anderen können dann wieder zurück in den Tempel gelangen. Und auch Raphim wird nach einigen Augenblicken, die er dann noch auf dem Feld stand, von der Glocke und dem Befehl von Yalan zurückgerufen. So, dass wir müssen alle... auf dem Rückweg noch vorbei, bei dem Typen, der die Heiltränke ausgibt. Ich habe wieder keine mehr. Beim Thema vorbei, kann ich in der Zeit zwei kleine Besorgungen gemacht haben? Du hast auch geschlafen, oder nicht? Ja, weil du gefragt hast, wer macht noch Besorgungen, hast du mich übergangen. Wir kamen irgendwie direkt von Pfeilen zu, hier geht es nach vorne. Ja, da wolltest du dich doch hinlegen. Du hast geschlafen, während das alles passiert ist. Mach ich halt hinterher, ist nicht so schlimm. Also, sodass dann jetzt ihr allesamt wieder im Tempel seid. Und Raphim torkelt dann gerade wieder rein, kommt wohl gerade vom Monitorum, also von den Lagerhäusern und hatte dann noch einen Heiltrank Qualität C, der ihm dann da in die Hand gedrückt worden ist. Und ist also jetzt gerade der Letzte, der mit dem zweiten Glockenschlag, beziehungsweise mit dem, ich muss gerade gucken, wann ihr eingetroffen seid. Um 7 gab es das Frühstück für euch. Ne, um 5 gab es das Frühstück für euch. Und zum 8. Also jetzt haben wir die 7. Stunde, ihr habt 2 Stunden geschlafen und die nächste Ablösung beginnt und auch das nächste Frühstück wird ausgeteilt. Das heißt, die normal eingegliederten Soldaten werden jetzt gerade abgelöst. Was mögt ihr tun? Ja, ich stehe auf, wisch mir nochmal so einen kleinen Sabberfaden aus dem Mundwinkel, der mir beim Schlafen die Backe herunterlief. Und sehe schon wesentlich gesünder aus in seiner Gesichtsfarbe. Ah, da seid ihr endlich. Was ist schon wieder geschehen? Nur viel. Wir haben gekämpft. Es ist wohl nicht gut ausgegangen. Na, geht.
Bis mir dieser beschissene Torwaller ankam und mir auf einmal in den Rücken haut. Blöder Bastard. Torwaller. Was erwartet ihr denn? Auf Torwaller kann man sich nicht verlassen. Das habe ich euch doch gestern schon gesagt. Das predige ich schon seit vielen Jahren. Weißt du, Waffen, das nehmt ihr zurück. Bitte, lasst das. Ihr wart nicht dabei. Ihr seid ein Akolut des Praios und ihr wettert jetzt und hier gegen andere Kulturen? Seid ihr noch bei Sinn? Wir haben den gleichen Feind. Offenbar ja nicht, wie man meinem Kameraden so zuhört. Ja, Lan, lasst es. Nein, entschuldigt euch, bitte. Er hat ein rotes Stirnband. Ich glaube, er war einer der Menschen, die sich unter gewissen Umständen nicht kontrollieren können, oder? Euer Gnaden? Ja, er war einer von Zwafnis Kindern, einer der Auserwählten, und das passiert manchmal. Normalerweise soll ich auf ihn aufpassen, und das scheint uns natürlich zu verbinden. Als ich dann umgekippt bin, hat er sich wohl nicht mehr beherrschen können. Es war meine Schuld, dass er... Ich entschuldige mich bei euch. Aber... Ja, ich... Verzeiht, ich bin etwas neben der Spur. Verzeiht mir. Ich vergaß euren Schmerz. Euren Freund. Wenn ihr jemandem Schuld geben wollt, dann mir, dass ich nicht in der Lage war, auf ihn aufzupassen. Ist eine Schlacht. Swafnirs Kinder sind besonders. Ich hoffe, dass er trotzdem an seine Tafel kommt. Das wird er gewiss. Setzt euch doch, euer Gnaden. Und rück hier so einen Stuhl hin. Ihr solltet eure Wunde verbinden lassen. Sie sieht nun nicht gut aus. Ich schaue mich mal um nach einem Geweihten oder einem Heiler. Ja, wird es viele geben, aber auch die haben gerade viel zu tun. Gerade wenn jetzt die nächste Schicht beginnt, sie wird jetzt nicht daran sterben. Sie hat ja auch, wie gesagt, einen Heiltrank bekommen. Hat noch viel Blut und viele Schmierereien an ihrem Körper, aber ja, die Priorität gilt jetzt wohl erst einmal anderen. Ja, dann, wie geht's euch? Besser. Ich fühle mich in etwa so, wie ihr ausseht. Tja. Doch so gut. Das freut mich. Nun, was tun wir jetzt? Warten wir mal, schenken wir Raphim wohl einen Wisseltee ein? Warten wir erstmal auf Isarun. Ich glaube, die wird mit Neuigkeiten zurückkommen. Richtig. Sie hat den Glockenschlag auch gehört. Sie wollte ja irgendwie herausfinden, was sie magisch herausfinden kann. Warten wir mal auf sie. Und den riesen Wieseltrank, 2 Stunden so noch. Ich schmeiß mal einen neu. Wie gesagt, schenken wir Raphim erstmal ein. Nein. Also mir geht's eigentlich ganz wieder ganz gut. Nach den 3 Heiltränken. 3? Ich war fast tot. Und ich dachte nicht, dass wir hier nochmal 4 Stunden rumliegen wollen, wie irgendwelche alten Omas. Was wohl. Ich würde ja fragen, ob so etwas gesund ist, aber ich sollte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, was das angeht. Nun, er ist zumindest wieder ganz. Ja, aber alles voll geblutet. Dann... Gefällt mir eigentlich. Dann werde ich gleich mein Gast Reserun noch etwas fragen müssen, was Fragen der Alchemie angeht. Dann gedachte ich, kurz im Palastempel vorbeizuschauen. Ich würde mich nochmal auf den Tisch zurücksetzen, im Schneidersitz, das Seil, das ich um den Körper gebunden hatte, abbinden und das Seil wieder in den Stab verwandeln. Ich bräuchte noch einen Augenblick. Ich würde dann nochmal einen Balsam wirken mit Zeit lassen für 5 ASP. Ah, Balsam Salabunde. Heile diese Wunde. Auf dich hast du es gemacht? Jetzt ja. Oh. Ach, komm auf ihn. Was zu essen, was zu trinken. Das brauchst du jetzt. Ja, ihr habt ja recht. Und dann, wir stürzen uns gleich wieder in die Schlacht. Es sind wahrlich viel zu viele von den Viechern. Wie sieht es denn aus draußen in der Linie? Endlose Schlacht. Kurz versprechen.
Es ist wahr geworden. Das ja, aber ich weiß nicht, wie lange die Männer halten können. Es ist wirklich ein endloser Schwarm. Die Tür geht auf und Isarun läuft hinein. Ach, ihr seid wieder alle hier. Ah, verehrteste. Ja, wir sind gerade zurückgekehrt. Unfreiwillig. Rafim, ihr seht ja furchtbar aus. Keine Sorge, keine Sorge. Nur die Hälfte ist mein eigenes Blut. Der Rest gehört zu Untoten. Kor ist stolz auf ihn. Warum? Ja, wunderbar. Ihr habt was verpasst, Isarun. Es war wunderbar. Eine Linie, die Männer, oh, die Formation. Wir hätten euch brauchen können. Ja. Was habt ihr denn Wichtiges gemacht, so lange? Nun, ich habe mich einmal mit den anderen Magiern unterhalten, ob bereits Analysen dieser Wolke angefertigt worden sind. Das wurden sie tatsächlich. Das Problem ist, es ist nicht ein rein magisches Phänomen, das diese Wolke hervorruft. Es ist gleichzeitig auch Kamal. Bitte wie? Aber das bedeutet doch göttlich, oder nicht? Ganz genau. Ja, das bedeutet es. Das heißt, es gibt wirklich irgendwo etwas, das das alles fokussiert? Das ist richtig. Im Moment ist das Zentrum dieser Wolke wohl an der Brücke. Dort scheint es eine Art Kessel zu geben. Meint ihr einen buchstäblichen Kessel? Das ist das, was mir gesagt wurde. Allerdings, die Informationen sind auch eher spärlich. Zwei der Avis-Geweihten sind bereits in der Wolke verschwunden und nicht wieder aufgetaucht. Im Moment sind noch drei Hexen in der Luft. Mal sehen, was für Informationen die vielleicht noch geben können. Aber wenn schon die Geweihten nicht wieder zurückkehren. Hat irgendjemand etwas Fliegendes gesehen außer die Drachen? Damals diese Plagenbringer, die hatte ganze Armeen von dämonenartigen Harpien. Als ich vorhin mit der Hofmager sprach, sagte sie, dass bisher noch keine Dämonen beschworen worden sind. Und wir können uns dafür glücklich schätzen. Ja, auch keine Drachen und so weiter. Aber irgendwer scheint dort die Niederhöllen zu beschwören. Nun, ach so, ich wäre beruhigter, wenn wir die Dämonen sehen können, anstatt nicht. Es wurde übrigens auch probiert, mittels Wettermeisterschaft irgendetwas an der Wolke zu ändern, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Verstehe. Haben Sie irgendwas darüber gesagt, ob es Wege gibt, diesen Kessel zu zerstören? Das wäre natürlich ideal, wenn einfach die Zerstörung schon zur Auflösung der Wolke beitragen würde. Allerdings, wenn man sich die Situation auf dem Schlachtfeld anschaut, wie kommt man schnell zur Brücke hin? Durchbrechen. Fünf Chorgeweihte vor uns und wir marschieren durch. Oder wir fragen die Zwerge. Da müssen wir zwar schon laufen. Ich glaube, den Zwergentunnel gibt es nicht mehr. Die sind, glaube ich, auch alle beim Vulkan draufgegangen. Könnte man nicht mehr den Tor verlangen? Sie wollten doch eh den Dergel runterschwimmen. Sind sie nicht schon längst abgelegt? Ansonsten wäre das tatsächlich. Nun, man müsste den Dergel hinab und dann den. Ihr wisst davon, die Pläne sind geheim. Wer spricht dort? Die Swaffnir-Geweihte. Wir gehören irgendwie ein wenig zum Geheimdienst. Es sind noch nicht aufgebrochen. Wie gesagt, die Pläne waren Vorkehrungen, aber noch warten wir eigentlich auf Kundschafter und hatten uns deswegen zurückgezogen. Es ist bisher noch gar nichts bekannt, also es gibt keine Sekundärziele. Ich weiß wohl, dass die Kavallerie in Richtung Norden aufgebrochen ist, aber ansonsten alles, was wir tun, ist lediglich halten. Und bis es keine Sekundärziele gibt in der Schlacht, werden wir den Dergel noch nicht hinunterschwimmen. Man müsste wohl, wenn man an die Brücke wollte, dann auch den Gernhardt wieder hinaufrudern. Rudern? Man kann den Dergel nicht rudern. Den Gernhardt? Man kann Dergel und Gernhardt. Den Gernhardt ist nicht das Problem, aber man kann den Dergel nicht rudern.
In den Dergel sollte er auch gar nicht rudern. Ich habe mal von einem Idioten gehört, der es hier mit einem Kanu versucht hat und dabei ersoffen ist. Aber ansonsten, das Einzige, was ihr anrichtet, wenn ihr nicht wieder hinaufrudert, ist, dass ihr genauso weit von der Brücke entfernt seid, wie wir hier gerade sind. Ihr versteht mich nicht. Es geht nicht um Rudern. Wir laufen auf dem Grund. Das hört sich natürlich weitaus besser an. Ihr bitte wie? Ihr wollt auf den Grund eines Baches, eines Flusses laufen? Das ist gar nicht so dumm. Ich war selbst einmal unter Wasser. Klar, wenn man irgendwie unter Wasser atmen könnte, wäre das eine ziemlich unvorhersehbare Strategie für den Feind. Aber bitte sagt nicht, dass ihr es mit diesen seltsamen Quallen tut. Das war widerlich. Nun, wir sind natürlich auf verschiedenste Arten und Weisen ausgestattet. Wir haben auch Kachubo, aber naja, wir können uns auch mit anderen Magiern behelfen oder naja, mit Liturgie. Und wenn man das läuft, dann kann man die Strömung einfach hinauflaufen? Oder wäre es auch nicht so stark? Und unter Wasser ist die Strömung meistens schwächer. Genau das. Unser eigentlicher Plan sah vor, dass wir uns mit Kettenhemden behängen und mit Tauchernetzen und dann auf dem Grund uns zumindest den Dergel erst einmal hinab gleiten lassen und dann den Dergel erstmal hinunter laufen und dann marschieren. Den Gernert hoch. Das klingt nach einem Plan. Aber solange wir nicht wissen, was genau es mit diesem Kessel auf sich hat, könnte es ein Plan sein, der uns einfach nur in unser Verderben führt. Deswegen warten wir auf die Kundschafter. Aber ihr seid ja bestens ausgestattet mit Informationen. Gibt es sonst noch irgendetwas Neues? Magierin? Tatsächlich. Die Worte, die von den Analysten verwendet wurden, haben mich irgendwie daran denken lassen, dass das Artefakt, was wir mitgebracht haben, einen Zusammenhang haben könnte mit dieser Wolke. Einfach die Domäne ist, ja, die Beschreibungen, die dafür verwendet wurden, waren sehr ähnlich. Habt ihr die Hofmager darauf aufmerksam gemacht? Bisher nicht, ich bin gerade erst zurückgekommen. Vielleicht muss eine, wie nennt man das, Kreuzanalyse oder sowas her? Auf jeden Fall, dass man das Desiderat auch nochmal untersucht. Das wäre nun der nächste Schritt, der Hofmager Bescheid zu sagen. Dann sollten wir das so schnell wie möglich tun. Wenn es wirklich eine Möglichkeit gibt, den Feind zu umgehen und wichtige Ziele hinter ihm auszuschalten, hört sich das doch gut an. Das hört sich gefährlich an. Das könnte funktionieren. Nun, wir und Gefahr. Bleibt noch diese verfluchte Dunkelheit. Magistra, mir kam in den Sinn, dass die eine gewisse Hexe, mit der wir damals unterwegs waren, immer etwas von euren Tränen gemurmelt hat. Ist euch darüber etwas bekannt? Wir sollen wohl im Dunkeln helfen. Ja, es ist ein einfaches Alchemikum, das die Sicht im Dunkeln verbessert. Wisst ihr, wo wir welche herbekommen können? Es dürften einige Alchemisten hier sein, vielleicht beim Hauptquartier der Magier quasi. Möglicherweise haben auch die anwesenden Hexen so etwas, aber man weiß nie, was genau die da reintun. Bei den Magiern werdet ihr und Abel mir wohl am ehesten Gehör finden. Davon ist auszugehen. Also gut. Dann sollten wir das so schnell wie möglich machen. Ich glaube nicht, dass die Front ewig hält. Und irgendwann wird etwas Größeres als Gule kommen. Meine größte Sorge ist es, auf dem Grund irgendeines Flusses zu sein, wenn irgendetwas Großes kommt und wir gebraucht würden. Nun gut, die Herren Magister? Sagt doch der Hofmager Bescheid und schaut mal, ob ihr in diesem Alchemikum etwas ausrichten könnt. Was werdet ihr in der Zwischenzeit tun? Ich werde im Paras-Tempel einen Besuch abstatten.
da gibt es noch eine Sache zur Vorbereitung. Ich öffne mal meinen Rucksack und hole einige kleine Döschen mit Waffenbalsam raus. Hier für euch. Ich denke, das werdet ihr brauchen. Riecht da mal was defizil dran. Das letzte Mal, als wir Waffenbalsam hatten, wurde er aus den Teilen eines Halbdämons gefertigt. Ich traue dem Braten nicht. Ja, es ist immer noch dasselbe. Um Gottes Willen, nehmt das zurück! Schmeißt es weg! Es hat schon mal geholfen, es wird weiterhelfen. Aber ja. Ich weiß nicht, ob das aus demselben Vorrat stammt. Verzeiht, wenn ich nicht mehr bereit bin, mich auf solche Dinge zu verlassen. Na, das dachte ich mir schon. Ich sammle dann Abelmir ein und wir machen uns auf den Weg. Ja, du kannst an der gleichen Stelle immer noch die Reichsregentin Ema kämpfen sehen. Wie eine Löwin ficht sie da. Hat also auch nicht minder, weniger Blut an ihrer Klinge als die Panthergardisten neben ihr. Also sie ist tatsächlich eine sehr bewandete Kriegerin, auch wenn sie sehr müde aussieht. Und immer noch die sehr ausgelaugte Hofmager, die Erzmager Rakala von Horsen-Rabenmund. Ja, gibt es Neuigkeiten? Bekomme wenig Bittchen. In der Tat. Es gibt Neuigkeiten über die Wolke, die über uns hängt. Dann erkläre ich ihr das, was ich auch eben vorher erklärt habe, und schildere den Zusammenhang oder möglichen Zusammenhang mit dem Artefakt. Also gut, das erwartet, glaube ich, jetzt tatsächlich die Erfüllung der Prophezeiung. Ich muss eine Analyse davon anfertigen, sowohl von der Knolle als auch von der Wolke über uns. Sie hat sich verändert mittlerweile. Die Blitze sind mittlerweile rot geworden und einige Tentakel, die zu Boden greifen, aber wirklich viel können wir von hier aus nicht sehen. Danke. Ich denke, die Kollegen aus Romilis haben sich näher damit befasst. Soll ich euch begleiten? Ja, könnt ihr gerne tun. Moment. Wo ist die Knolle? Im Tempel des Praios. Der Praios-Tempel ausgezeichnet. Wartet kurz. Sie greift sich an einen der Ringe, dreht ihn einmal in einer merkwürdigen Kombination und du siehst, wie dann eine kleine weiße Taube aufsteigt aus dem Ring, die dann kurz in Richtung Norden fliegt, verschwindet da dann ein paar Reihen. Kannst nicht genau sehen, was da passiert, und dann kannst du das brummlige Gestapfe von einem deiner Spektabilitäten hören. Saldo Fosslerin kommt gerade mit seinen Zwergenbeinen durch den Morast gestiefelt und an seinem Schwert klebt ebenso sehr viel Blut. Kannst auch sehen, dass er wohl seinen Stab in ein Flammenschwert gewandelt hat, sodass dann eben zwei Schwerter, die er gerade trägt, das eine brennt, das andere nur Blut verkrustet, und stiefelt dann dahin, nickt dir nur zu, brummelt wieder irgendwas in sein Bart und nimmt dann neben Ema gerade jetzt dann den Platz als Hofmagier ein, also sprich Leibgarde, als magische Leibgarde, während dann jetzt Rakala von Horsen-Rabenmund mit dir und einem Pferd, was dann einige Meter entfernt dann da auf euch wartet, könnt ihr dann zurückreiten in die Stadt.